Willkommen zurück zu SFS Tutorial. Willkommen zu einer weiteren Folge. Heute schauen wir uns den erdnahen Asteroiden an. Und zwar gehen wir dazu erstmal zu den Erfolgen und dann unter eingefangener Asteroid bzw. erdnaher Asteroid. Und dort haben wir zwei Erfolge. Die sind natürlich neu hinzugekommen mit dem Asteroiden in der 1.5.10. Und das schauen wir uns einfach mal an. Ja, einmal Einschlag mit mehr als 200 Meter pro Sekunde einschlagen. Das ist eine mittlere Schwierigkeit. Und dann Landung und Rückkehr. Auf der Oberfläche landen und sicher zurückkehren. Und das ist eben eine harte Schwierigkeit. Ja. Dazu gehen wir einfach mal wieder raus und gehen auf Neu bauen. Da habe ich den kleinen Bauplan vorbereitet. Wenn ihr quasi keinerlei Expansion habt, dann ist das Baufeld so groß. Und im Vergleich zum Baufeld mit Expansion ist es ziemlich klein. Aber keine Sorge, für unser Vorhaben ist das mehr als genug. Als allererstes kommt ein Fallschirm, eine Kapsel und ein Hitzeschild, die drei Teile hier oben. Die kehren tatsächlich zurück zur Erde, alles andere wird irgendwann zerstört. Darunter kommt ein Separator und ein 15-Tonnen Treibstofftank. Darunter ein Kolibri-Triebwerk, das hat ziemlich wenig Schub und auch an sich eine relativ hohe Effizienz. Und keine Sorge, selbst das ist mehr als genug, um eben auf dem Asteroiden zu landen. Dann nehmen wir uns zwei RCS-Düsen, die sind hier, und wir schalten die Symmetrie an, damit wir die quasi auf beiden Seiten gleichzeitig platzieren. Dann wieder einen weiteren Separator hier oben, ein 10-Tonnen Treibstofftank und ein 20-Tonnen Treibstofftank, das heißt insgesamt 30 Tonnen, und darunter ein Wellline-Triebwerk, das hat deutlich mehr Schub und auch eine etwas höhere Effizienz als das Kolibri-Triebwerk und ist damit optimal für den Weltraum geeignet. Darunter wieder ein Separator, ein 10-Tonnen Treibstofftank, dann schalten wir wieder die Symmetrie an und nehmen uns zwei von diesen 20-Tonnen Treibstofftanks und noch zwei. Wir nehmen uns hier das Falkentriebwerk, das hat deutlich mehr Schub, aber eine geringere Effizienz, daher wird das hier unsere erste Stufe. Wir klicken es an, gehen hier auf die drei Schieberegler und schalten das Triebwerk an. Dann schieben wir das an die richtige Stelle, dabei wird dann das andere automatisch auch angeschaltet, ansonsten könnt ihr das hier auch machen. Und weil ich es ästhetisch besser finde, drehen wir das Ganze einfach nochmal um. Wir gehen dann, nicht auf Nutzlastverkleidung, auf Aerodynamik. Auch wieder Symmetrie an und packen zwei von diesen aerodynamischen Rümpfen dran. Und damit haben wir quasi die gesamte Rakete. Zu guter Letzt gehen wir auf anderes und nehmen uns zwei von diesen Landebeinen. So, und dann können wir die RCS-Düsen noch ein bisschen tiefer schieben. Dann haben wir das. So, jetzt können wir die Verkleidung entfernen. Ihr seht, das passt locker in den Bereich hinein. Und jetzt brauchen wir nur noch die Stufen. Die beiden sind ja automatisch angeschaltet. Das heißt, wenn die Rakete startet, könnt ihr direkt losfliegen. Dann machen wir eine neue Stufe. Separator und Triebwerk. Wellline-Triebwerk, Separator und Kolibri-Triebwerk. Das sind dann quasi die beiden Stufen. Dann nehmen wir hier mal die Landebeine mit rein und die RCS-Düsen. Das heißt, wenn wir quasi kurz vor dem Landen sind, können wir einfach die Landebeine ausfahren und die RCS-Düsen anschalten. Das gibt uns quasi mehr Kontrolle. Nachdem wir abgehoben sind, können wir die quasi wieder einfahren. Danach haben wir hier den Separator. Damit wird quasi die Kapsel vom Rest der Rakete getrennt. Dann haben wir den Fallschirm. Damit landen wir dann oder verlangsamen wir in der Erdatmosphäre. Und zu guter Letzt, ist nicht unbedingt notwendig, aber ich mache das immer wieder, können wir auch den Hitzeschild abtrennen, genau, damit der auch zu Boden fällt. So, damit hätten wir die Rakete. Hier ist sie aufgebaut und hier sind die ganzen Stufen. Link dazu in der Videobeschreibung, wenn ihr zu faul seid, das selbst zu bauen. Aber an sich, es hat 5 Minuten gedauert. Das geht an sich sehr, sehr schnell. So, dann hätten wir die Rakete, fliegen wir los. Als allererstes erhöhen wir den Schub. Und zwar hier auf der rechten Seite mit diesem Regler. Wir ziehen einfach nach oben, bis da 100% steht. Und dann klicken wir hier auf Aus. Und damit schalten wir die Triebwerke an. Und da zünden die auch schon. Jetzt schauen wir mal oben links hin. Dort haben wir eine Winkelanzeige. Der linke Wert ist euer jetziger Winkel, quasi der Winkel der Rakete. Und der rechte Wert ist quasi der Winkel, den ihr haben solltet. Dementsprechend dreht ihr euch einfach immer ein bisschen nach rechts, bis ihr quasi den Wert erreicht habt. Und das macht ihr eben so lange, bis ihr eben keinen Treibstoff in der Raketenstufe mehr habt oder bis ihr quasi 75 Grad erreicht habt.
So, da haben wir keinen Treibstoff mehr. Was wir machen ist, wir schalten einfach mal kurz das Triebwerk aus und starten quasi die nächste Stufe mit dem kleinen Dreieck hier unten. Wir gehen mal hier oben auf Karte. Da seht ihr jetzt die Apoapsis, das ist quasi der höchste Punkt in unserer Bahn. Und ihr seht, das ist über 30 Kilometer, das heißt, wir gelangen auf jeden Fall in den Weltraum. Ihr seht diesen grauen Streifen hier um die Erde herum, das ist quasi Luft, ja, das ist quasi die Atmosphäre, die uns quasi verlangsamen würde. Wir wollen quasi, dass jeder Punkt dieser Bahn über der Atmosphäre drüber ist. Dazu müssen wir uns einfach mal ein bisschen nach rechts drehen. Ja, wir müssen hier an der Apoapsis weiter beschleunigen, um jeden Punkt auf dieser Bahn anzuheben. Und das machen wir auch direkt. Ja. Wir schalten einfach mal das Triebwerk an. Wir haben nicht besonders viel Schub mit diesem einen Velein-Triebwerk, daher müssen wir einfach ein bisschen früher starten. Dann klicken wir die Rakete an und sagen Verfolgung. Und ihr seht jetzt, dieser Punkt, diese Apoapsis, kommt auf uns zu. Nicht besonders schnell, tatsächlich ziemlich langsam. Das heißt, wir können ein bisschen nach rechts drehen. Wir wollen im Optimalfall die Rakete direkt auf den Punkt drauf haben. Das heißt, wir drehen jetzt mal ein bisschen nach links, damit das Ganze noch ein bisschen verlangsamt. Und ihr seht, wir sind auch gerade dann vorbeigerauscht. Das heißt, wir müssen jetzt vielleicht noch ein bisschen nach links drehen. Beziehungsweise, wenn wir normal warten, kommt das auch ein bisschen auf uns wieder zurück. Das seht ihr. Jetzt können wir wieder nach rechts drehen, da das schon ziemlich schnell auf uns zurückkommt. So. Und da sind wir praktisch schon auf dem Punkt drauf. Das ist im Grunde schon optimal, ja. Wir drehen uns einfach ein bisschen weiter nach rechts, um quasi die Rakete auf dem Punkt zu halten. Und das machen wir so lange, bis wir eine Geschwindigkeit von 1670 Meter pro Sekunde haben. Das ist dann die Orbitalgeschwindigkeit in knapp über 30.000 Kilometern Höhe, ja. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen nach links drehen. Ich würde euch auch empfehlen, ein bisschen den Schub zu reduzieren. Ihr seht, wir erreichen gleich die Geschwindigkeit. Da haben wir die niedrige Umlaufbahn um die Erde erreicht. Und ihr seht, 1673 ist ja kein großer Unterschied. Und wenn wir uns die beiden Werte anschauen, ihr seht hier die Apoapsis, das sind 34,6 Kilometer. Und da haben wir die Periapsis, quasi das Gegenteil. Der nächste Punkt zur Erde, das sind 33,1 Kilometer. Ja? Damit haben wir schon einen stabilen Orbit. Und ich empfehle euch, speichert das einfach mal zwischen. Ihr könnt das so benennen, wie ihr wollt. Ich sage einfach mal Orbit. Ja? Das heißt, wir haben hier schon mal einen Orbit erreicht. Ihr könnt natürlich die Funktion mit zurück vor 30 Sekunden und zurück vor 3 Minuten benutzen. Aber ich empfehle euch allgemein, macht das selber. Ja? Dann seid ihr immer an einem Punkt, wo ihr euch sicher sein könnt, wo ihr immer wieder zurückgehen könnt. So, wir zoomen einfach mal weit raus. Ihr seht da den Mond. Der ist hier relativ irrelevant fürs Video. Wir klicken mal hier drauf, auf den eingefangenen Asteroiden. Die Bahn kann man wirklich kaum erkennen, das ist sehr, sehr schwach. Da gehen wir einfach mal auf Navigation. Und dann seht ihr drei neue Sachen. Erstmal Eintritt, diese gestrichelte Linie und Transferfenster. Ja? Eintritt ist der Punkt, wo wir quasi den eingefangenen Asteroiden erreichen. Die gestrichelte Linie ist die Bahn, die wir dafür benötigen. Und Transferfenster ist der Punkt, wo wir quasi unser Triebwerk starten müssen, um diese Bahn zu erreichen. Ihr seht allerdings, die Bahn ist ziemlich lang. Ja? Der Abstand zwischen dem eingefangenen Asteroiden und der Erde ist in dem Fall ziemlich weit weg. Es geht natürlich noch weiter, wenn der Asteroid hier oben irgendwo ist. Aber es geht auch irgendwie näher, zum Beispiel hier unten. Ja? Und wir wollen quasi eine Begegnung hier weit unten haben. Und wenn ihr beide Missionen gleichzeitig haben wollt, dann würde ich euch das wirklich empfehlen, das so zu machen. Das heißt, wir beschleunigen hier einfach mal oben rechts die Zeit. Ihr seht, das wackelt ziemlich stark her, aber grundlegend seht ihr, dass es sich immer weiter bewegt, sofern sich der eingefangene Asteroid auch bewegt. Ja? So, das ist ziemlich gut, würde ich sagen. Was wir jetzt machen ist, wir beschleunigen die Zeit einmal und dann warten wir noch ein bisschen. Dankeschön, Transferfenster. Und wir beschleunigen die Zeit so lange, bis wir kurz vor dem Transferfenster sind. Ja, also ungefähr hier. Dann gehen wir einmal kurz zurück zu unserer Rakete und dann drehen wir die Rakete so, dass wir in Pfeilrichtung zeigen. Ja? Wir wollen ja hier beschleunigen, wir wollen unsere Bahn vergrößern, dass wir dort hinkommen. Und wir sind schon kurz davor, das heißt, wir können hier Schub auf 100% machen, Triebwerk anschalten und dann seht ihr, unsere Apoapsis wird größer. Die war eben bei 34,6 Kilometer. Und jetzt wird sie größer. Und wir warten quasi, bis das hier beim Eintrittspunkt ankommt. Dazu beschleunigen wir einfach mal ein bisschen die Zeit. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu schnell macht.
Jedenfalls haben wir hier schon 1000 Kilometer, hier haben wir 2000 und so weiter und so fort. Das wird auch immer schneller, daher empfehle ich euch, das wieder zu verlangsamen und auch den Schub zu reduzieren. Da bekommen wir eine Begegnung mit dem Mond. Das ist für uns relativ irrelevant. Müsst ihr einfach mal ein bisschen aufpassen. So, irgendwie sind wir aus dem Transferfenster rausgerutscht. Keine Ahnung wieso. Jedenfalls erhöhen wir hier nochmal ein bisschen unsere Bahn. Da seht ihr Eintritt Flucht. Das heißt, wir haben eine Begegnung mit dem eingefangenen Asteroiden. Das ist ziemlich weit weg. Daher nehmen wir einfach mal unsere RCS-Düsen und spielen damit ein bisschen rum. Das ist ziemlich empfindlich, da der Asteroid so klein ist und relativ leicht. Jedenfalls, sobald wir quasi in die Nähe davon kommen, beschleunigen wir die Zeit auf die fünffache Geschwindigkeit und dann speichern wir das einfach nochmal ab. Einfach sicherheitsweise nennen wir das Asteroid. So. Einfach mal abspeichern. Und dann beschleunigen wir die Zeit, bis wir kurz davor sind, den Asteroiden zu erreichen. Da sind wir auch ganz knapp dem Mond ausgewichen. So, jetzt haben wir hier den eingefangenen Asteroiden. Was wir jetzt machen müssen, ist einerseits drauf landen und darauf aufprallen. Dazu brauchen wir beide Stufen. Die untere Stufe wird auf den Asteroiden einprallen. Ihr seht, ich habe hier noch 18%. Ihr habt vielleicht mehr, weniger. Das ist nicht ganz so relevant. Jedenfalls braucht ihr hier noch zwei Stufen. Ja? Das heißt, wir nehmen einfach mal das. Wir zeigen gerade auf den Asteroiden. Das würde bedeuten, dass diese Stufe drauf knallen würde. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir drehen uns einfach mal um, dass wir vom Asteroiden wegzeigen. Und zwar etwa so. Und dann gehen wir ein bisschen weiter mit der Zeitbeschleunigung, kurz vor dem Eintritt, kurz vor der Flucht, so dass wir schon ziemlich dicht dran sind. Das können wir noch ein bisschen machen. Da haben wir den eingefangenen Asteroiden, aber ich gehe noch ein Stückchen weiter. So, ich würde sagen, das ist ganz gut. Ja, das ist jetzt hier nur abgeschätzt. Wir knallen tatsächlich nicht auf dem Asteroiden ein, deshalb schalten wir nochmal unsere RCS-Düsen an und sorgen dafür, dass wir wirklich durch die Mitte des Asteroiden durchgehen. Genau so. Und dann machen wir Folgendes. Wir starten die nächste Stufe, was den unteren Teil quasi abkoppelt. Es könnte sein, dass es ein paar Versuche benötigt, aber ich habe das hier direkt beim ersten Versuch geschafft. Ihr seht, die untere Stufe fliegt direkt in den eingefangenen Asteroiden rein. Wir gehen jetzt hier wieder zurück zur anderen Stufe und wir können auch direkt die Landebeine ausfahren. Das macht jetzt hier keinen Unterschied mehr. Jedenfalls verlangsamen wir ein bisschen hier mit der Rakete, mit der wir landen wollen. Denn das ist unglaublich nützlich, wenn wir nicht sterben wollen, wenn wir wieder zurückkommen wollen. Und wir haben eine hohe Umlaufbahn erreicht. Das ist ein Teil von einem anderen Tutorial, aber egal. So, jedenfalls wollen wir auf jeden Fall ein bisschen verlangsamen, ein bisschen Abstand quasi schaffen zwischen der Stufe, die wir gerade abgekoppelt haben, und uns. Wir gehen jetzt einfach mal zur unteren Stufe. So, jetzt sind wir quasi schon im Einflussbereich in diesem hellgrauen Kreis hier. Und ihr seht, unsere Geschwindigkeit ist bei über 200 Meter pro Sekunde. Und damit werden wir dort quasi einschlagen. Und das ist auch nur möglich, wenn man hier das quasi am erdnächsten Punkt macht. Ansonsten klappt das Ganze gar nicht. So, dann zoomen wir mal ein bisschen raus und beschleunigen noch ein bisschen die Zeit. Und dann sollten wir das gleich sehen. Da haben wir den. Und bam. Wir sind tot, wir sind eingestürzt, abgestürzt. Wir sind damit mit der einen Mission fertig. Aber ihr seht, wir haben hier noch die andere Rakete. Die ist 160 Meter pro Sekunde schnell. Eine ganze Menge. Und das Ganze müssen wir jetzt hier noch ein bisschen verlangsamen. Bringen wir das mal auf knapp 50 Meter pro Sekunde. So. Und das sollte man dann relativ leicht verlangsamen können. Wir wollen auch nicht zu langsam werden, weil dann müssen wir wieder beschleunigen. So. Ich würde gerne an einem relativ flachen Punkt landen, dort zum Beispiel. Das würde echt nicht schaden. So, dann warten wir mal, bis sich die Kamera dreht. Sollte irgendwann soweit sein. Weiß nicht genau wann.
So, jetzt 253 Meter, ein merkwürdiger Wert. Warum nicht 250? Keine Ahnung. Jedenfalls, wir sind kurz davor, an dem Asteroiden zu landen. So, wir wollten ein bisschen nach rechts. Und jetzt sind wir sehr, sehr langsam. Ja? Jetzt brauchen wir auch gar kein Triebwerk mehr. Und dann können wir das Ganze so mit den RCS-Düsen machen. So, 1 Meter pro Sekunde, das ist überhaupt gar nichts. Das hält jedes Teil aus. So, wir müssen uns nochmal ein bisschen verlangsamen. Asteroiden bzw. die Marsmonde, die haben alle so eine sehr, sehr geringe Gravitation. Da schleicht man quasi ewig über den Boden. Ihr habt das ganz kurz gesehen, leider nur sehr kurz, aber wir sind auf der Oberfläche gelandet. Und da haben wir den. Wir können das jetzt hier auch nochmal abspeichern, empfehle ich euch. Gelandet, ja, ein ganz einfacher Name. Wir sind gelandet und dann, ja, können wir uns hier ein bisschen ausruhen. Ihr seht die hübschen Steine, den Asteroiden, schön geformt. Kann man jetzt Forschung betreiben, was auch immer. Und dann starten wir wieder. Und dann können wir auch wieder die RCS-Düsen einklappen. So, damit kommen wir hier in einen sehr, sehr merkwürdigen Orbit. Und zwar gehen wir jetzt hier zur Apoapsis, wieder der höchste Punkt. Wir können jetzt auch die Navigation beenden. Und hier starten wir dann das Triebwerk, erhöhen den Schub und dann warten wir, bis die Periapsis, der niedrigste Punkt, quasi innerhalb der Atmosphäre ist. Und das machen wir noch ein bisschen so. Das ist ganz gut. Für gewöhnlich mache ich das so zwischen 15 und 20 Kilometern. Das ist quasi perfekt die Mitte. Und dann beschleunigen wir ein bisschen die Zeit bis kurz vor dem Eintritt in die Atmosphäre. Genau so. Wir können auch ruhig noch ein bisschen weiter gehen. Ihr müsst halt einfach sicherstellen, dass ihr es nicht zu schnell macht, sonst stürzt ihr mit der Nase voran in die Atmosphäre. So, schauen wir mal an. Wenn wir hier entlang kommen, dann fliegen wir nach oben links. Und wir wollen in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Also unten rechts. So ungefähr. Ja? Und dann können wir die Zeit noch ein bisschen beschleunigen. Sagen wir mal bis hier. Und dann koppeln wir das ab. So. Und damit sind wir bereit für den Eintritt in die Atmosphäre. Und dann können wir dem Ganzen zuschauen, dem Feuerwerk. Ihr müsst sicherstellen, dass ihr hier genau in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Sonst ja, könnte es Probleme geben. Da haben wir ein kleines Feuerwerk. Die Teile fliegen. Oh, die Teile fliegen gefährlich nah auf uns zu. Okay, vielleicht sollte man es nicht ganz so dicht machen. Jedenfalls haben wir jetzt hier unsere kleine Kapsel und die fliegt jetzt fröhlich durch die Atmosphäre. ...2500 Meter. Jetzt könnten wir schon den Fallschirm öffnen. Ich mache für gewöhnlich das ein bisschen später. Einfach, weil es dann nicht so lange dauert. Bei etwa 1000 Metern würde ich euch schon empfehlen, das zu öffnen. Theoretisch kann man es noch enger machen, aber so viel enger will ich es dann auch nicht machen. Wir öffnen den Fallschirm und kurz darauf können wir auch den Hitzeschild abtrennen. Jetzt noch nicht. Jetzt klebt er an uns dran. Ja, der geht gleich wieder ab. Bei knapp 220 Metern, glaube ich, öffnet sich der Fallschirm dann komplett. Und dann werden wir noch stärker verlangsamt. Ihr seht, jetzt fällt der Hitzeschild einfach nach unten. Und peng, ist auf dem Boden aufgeprallt und wir kommen hinterher. Wir sind 5,9 Meter pro Sekunde schnell. Die Maximalgeschwindigkeit, mit der man diese Kapsel hier landen kann, ist, glaube ich, 12. Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Erfolg abgeschlossen, Landung und Rückkehr. Sehr schön.
einsammeln. Da haben wir das. Die ganzen Missionserfolge. Wir sind den Einflussbereich eingefangener Asteroid erreicht. Auf der Oberfläche eingefangener Asteroid gelandet. Das sind tatsächlich Fehler in der Übersetzung. Okay, ich weiß, was ich als nächstes mache. Sammeln wir ein und gehen wir zum Weltraumzentrum. Und dann schauen wir mal, eingefangener Asteroid. Einschlag, das war ja die untere, beziehungsweise die zweite Stufe. Da haben wir den Einschlag bekommen und da haben wir Landung und Rückkehr. Ja, das war's. Ja, das war's mit der Folge. War jetzt nicht die schwerste Mission, die ich je gemacht habe. Deshalb war es ganz entspannt. Wir haben noch eine Mission für den Mond. Die werden wir auch bald machen. Und auch wieder, da weiß ich wirklich nicht, ob man die hinbekommt. Also die ganzen Jupitermonde, um da drauf zu landen. Da braucht man wirklich schon ein schweres Gerät. Also weiß ich nicht genau. Jedenfalls, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!